Na, immerhin ist überhaupt ja irgendwas im Chatroom. Ja. So, speichern wir mal und gehen dann in das andere, in die andere Welt. Ich denke mal, andere versteckte Sterne werden da jetzt nicht drin sein gewesen. Da so und so. Hey, wir sind wieder bei 10 Zuschauer, juhu. Ja! Okay. Oh, diese smarte Stimmung. Und sogar, also ich habe hier sogar Partymusik jetzt. Oh fuck. Oh fuck. Oh Mann. Heißt Günther Gordon, aber alle Olafs heißen Olaf. Aha. Ich finde Günther besser. Ja, ich hab's gleich richtig vorgelesen. Also. Das heißt also, Gordon Freeman würde im Deutschen Günther Freimann heißen? Günther Freimann, ich wäre auch gerne. Also, den Namen fände ich gut. Hilfe! Kann ich da nicht was gegen tun? Nein. Du nennst mich Spitzkopf. Das finde ich aber irgendwie besser im Englischen. Who you calling, Pinhead? Ja, das war von der Betonung auch schon besser. Ja. Es war so fast schon ein bisschen gelangweilt, so. Unicorn Pöne. Ja, manches ist einfach so, da ist die Originalversion irgendwie besser als. Ja, mir wird auch immer wieder von vielen geraten, schau die und die Serie auf Englisch. Ja. Ich kann es verstehen, warum. Gravity Falls, immer wieder sage ich das. Ich habe bisher immer noch nur 3 Folgen geguckt, ich komme einfach nicht dazu. Oh. Naja, vielleicht bin ich ja eher mit dem Fangame fertig als du mit der Serie. Dann lernst du da schon was drüber irgendwie. Und Luke, Luke Skywalker hätte richtigerweise Lukas Himmelsläufer heißen sollen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich glaube, Moment, gab's nicht Himmelsläufer irgendwie in World of Warcraft oder im Warcraft-Universum? Da haben wir jetzt einen Experten hier eigentlich, oder? Nee. Der Experte dafür ist doch eigentlich... Ach nee, wir haben glaube ich trotzdem einen Experten dafür hier, aber der, den du meinst, ist derjenige, der nicht hier ist. Ja, irgendwie denk war mir dunkel so, aber tja. Schade. Du bist Thaddeus, er ist Thaddeus, wir alle sind Thaddeus. Wir sind alle Thaddeus, ja. So und hopp. So, 6 rote Münzen. Ha, ha, ha. Und ein Sprung ins Blaue. Oh, der nix geworden ist. Hilfe! Wir dann alle grumpy sein. Ja. Ah. Ach, das ist doch unfair. So, wie soll ich denn sowas sehen? Blöde Kamera. Okay, eine rote Münze fehlt mir ja eigentlich noch. Wo ist die denn? Naja, bei MMORPGs wird ja sowieso vieles eins zu eins übersetzt, weil es einfach besser klingt. Mhm. Naja, eigentlich klingt es ja nicht besser. Also ich fand World of Warcraft, bevor sie Burning Crusade eingeführt haben, war besser, weil da haben sie noch nicht jeden einzelnen Namen übersetzt. Also Illidan Sturmgrimm finde ich doof. Sturmgrimm. Ja. Der ja eigentlich. Märchen. Genau. Der Sturmgrimm. Ich find's sehr interessant, dass die da jetzt wow. So Zeugs verschenken. Ich hab eine E-Mail von denen gekriegt. Was? Da schenken die mir Warlords of Draenor plus 7 Tage kostenlos spielen. Sehr witzig. Oh mein Gott, ich darf den Stern nicht kriegen! Ich muss da echt aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Oh Mann. Bin überrascht, denn wie lange habe ich schon kein World of Warcraft mehr gespielt? Ewig. Ewig. Seit Mist auf Pandaria habe ich nicht mehr gespielt. Seit dem Mist von Pandaria. Genau. Entschuldigung. Und selbst das habe ich noch nicht mal durchgespielt. Gravati Falls. Kroatenfälle. Kroati Falls. Ich wollte es eigentlich gleich richtig vorlesen, weil ich es dann gemein finde, das so vorzulesen, wie es da steht. Das wäre gemein, ja. Ein Schreibfehler vorzulesen, das stimmt. Das wäre gemein Gravity Falls gegenüber. Oh, also solange man weiß, was gemeint ist. Ja. Eben.
Und dir nicht in Caps Lock schreiben. Ja, stimmt. Komm schon, komm schon, komm hierher. Da ist also gerade eben ein Zuschauer vergrault, der kommt nie wieder. Apropos kommt nie wieder, wo bleibt denn dieser blöde Guy hier? Was? Fly Guy. Mit dem Final Fantasy 7. Nein, der Fly Guy da. Ach der. Von dem wollte ich wenigstens eine der beiden Münzen. Ich dachte, du meinst wieder irgendein Geier. Nein, nein. Der Fly-Guy-R. Der Eisengeier. Kennt noch jemand den Eisengeier? Ist das der hier aus Darkwing Duck Design, oder? Nee, das ist aus, Ach nee, der hieß Eisenbeißer. Ja, Eisenbeiß. Nur Eisenbeiß. Eisenbeiß. Eisenbeiß, ich weiß. Das reimt sich. Wer ist jetzt Eisengeier? Eisengeier, der Eisen... Ja, nein! Oh. Nein! Oh. Ah! Der Eisengeier ist das Luftschiff von Don Canaille. Ah. Und Don Canaille ist aus... Geier vorgestellt, aus Eisen. Naja, das Ding sieht ja auch... Das Ding sieht ja auch aus wie ein, wie ein Geier aus Eisen, ist aber halt ein Luftschiff. Das aussieht wie ein Geier aus Eisen. Stell dir vor, so einfach so ein Eisengeier auf eine hohe Klippe will einfach so runterfliegen und... Genau. Genau. Entschuldigung, ich bin so in das Spiel versunken. Aber diesmal mache ich was anderes. Genau, ich mache zuerst das Schwerste und sehe dann zu, dass ich eventuell das Leichtere noch irgendwie hinkriege. So. Ja, dann ist es besonders peinlich, wenn du beim Leichten verlierst. Richtig. Deswegen mache ich das ja. Ich wieder drauf an, ich verstehe. Ja, ja. Naja, aber es ist mir lieber beim Leichten zu verlieren, als beim Schweren auch zu failen. Wow. Komm, komm, ich schaff das, ja. Oh, ist doch schön. Heute fällt gar nicht auf, wenn er da nichts sagt, weil die anderen dafür sprechen. Ja, ist das nicht toll? Keine peinliche Stille! Muss dann gleich zum Hexen rennen. Ach stimmt, heute ist ja Walpurgisnacht. Das ist ein veganer Plan. Mist, jetzt kommt keine peinliche Stille, gerade wo ich welche erzeugen wollte. Es klappt wirklich nicht mehr. Ah, verdammt. Ja, die YouTube-Fassung wird natürlich deutlich später kommen, also Walpurgisnacht, ne, sag ich mal. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte ja auch mal eine Aufnahme am 1. April gemacht, die kam ja auch erst 2 Wochen später. Ja, ist nicht mehr aktuell. So, und hopp. Tschüss! Tschüss! Was? Gehst du etwa? Nein. Ich gehe schon instinktiv davon aus, dass wenn ich Tschüss sage, ob du in den Chat guckst. Ah. Die Münze kriege ich noch, sag ich dir. Was anderes erwarte ich auch gar nicht. Oder ich falle doch wieder ins... Gut, dann habe ich doch was anderes erwartet. Ach, einfach so die Erwartungshaltung ändern. Oh Mann. Ich will auch Hexen verbrennen. Ja, aber wirklich die schönsten Scherze zum Schluss aufgehoben. Was? Es wäre weniger tragisch, hätten wir die Welten jetzt alle gleichmäßig verteilt, Wundersterne. Jetzt haben wir hier, glaube ich, 6 Stück, die noch fehlen. Ja. Ja, jetzt warte ich einfach, bis das Ding anfängt zu flackern und ich schaff's trotzdem noch und daneben. Also du hast es zumindest geschafft, raus ich hab's von weg. Ja, ne? Also, das finde ich erstmal meine Leistung. Boah, es sind nur noch 13 Sterne, aber ausgerechnet die 13 schwersten. Ja, 13. 13, ja. Schlechte Zahl. Unglückszahl. Gut, dass wir keine 13 Zuschauer. Ja. Sind's 12. Bei mir sind's 11. Mark. Ja, das ist clever, wenn man nicht weiß, wie Mark geschrieben wird, einfach beide Varianten schreiben. Ja, das machen öfter mal Leute. Das ist unbedingt. Nein, das ist
Wobei es eigentlich nach Jahren, in denen das verbessert wurde von mir, langsam mal durchgedrungen sein müsste. Ich glaube übrigens, die Person denkt, dass Mar gerade dabei ist. Wieso? Was steht denn da? Ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Du musst unbedingt die falsch geschrieben oben genannte Serie fertig schauen, lohnt sich. Oh ja, also so viel zu den dazu, dass Leute merken, welche oder sich Stimmen merken, die bei mir auftauchen. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass in irgendeinem Stream auch jemand als Mark bezeichnet wurde. Ich hoffe nicht ich. Ja, das wäre wirklich zu hoffen. Ich würde mal direkt von Dorian, weil der ist gerade ein bisschen still. Was? Ich glaube, du wurdest als Mark bezeichnet, Mark. Ja. Du wurdest als Mark bezeichnet, Mark. Mark 2. Mark 2, ja. Ich mag 2.0. Du magst 2.0. So, diesmal schaffe ich's aber. Ich komme zumindest hier hoch. Aber nie wieder runter. Ja, also in die Richtung muss ich jetzt springen und es gibt's doch nicht. Also du hältst dich zumindest an deinem Prinzip. Du hast gesagt, in die Richtung musst du springen. Das hast du gemacht, aber du fällst wieder runter. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt genauso wird wie bei... Ich fasse es einfach nicht. Aber weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich gehe mal einen ganz anderen Weg. Vielleicht ist es dadurch leichter. Ich meine, du einen Weg dahin. Vielleicht weine ich, was? Nee, wen du meinst, weil du hast gesagt, ich zeig dir jetzt mal, aber wir sind ja mehrere. Wem zeige ich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es ging. Ich hab's vergessen. Ich handle so impulsiv, dass ich... Bist du immer noch im Spiel vertieft? Ja. Nee, du hast gesagt, weißt du, ich mach's jetzt auf einen anderen Weg, aber wir sind ja mehrere Leute. Ach so, ja, wisst ihr? Ich bin gerade wieder in den Tod. Ja, das haben wir gesehen, ja. Und er ist weg. Und er ist weg. Nein, wisst ihr, ich werde jetzt einfach mal einen anderen Weg gehen. Und zwar, ich werde nicht diese komische schwere Stelle da versuchen, sondern ich werde einfach mal woanders lang. Und werde dann versuchen, später irgendwie wieder runterzukommen. Erstmal schön bis an den höchsten Punkt. Ja, dann ist es wenigstens neu! Oh mein Gott. Ja, ich muss meine Leben etwas dezimieren, die sind mir zu hoch. Profi am Berg, Profi am Berg. Wer ist am Berg? Nein, der Berg hat mich schon gesagt. Witz gemacht, dass du die Leben extra für die Welt sammelst. Das war kein... Oder das war ehrlich gesagt mehr... weniger Witz, als du dachtest anscheinend. Nein, ich weiß, was das passende Wort dafür ist. Foreshadowing. Oh ja. Das Passwort dafür habe ich erst verstanden. Nein. Wisst ihr, ich bin gestorben. Was passiert nach dem Tod? Werbung. Oh. In real life einfach so sterben und dann kommt erstmal noch Werbung. Ja. Das würde mir den Tod nicht unbedingt... Das ist dann die... Werbung? Wow. Gott verdammt. Okay, okay, jetzt darfst du sagen. Du darfst was sagen. Ah, oh, ich darf was sagen, das ist aber lieb. Wegen, nach dem Tod, beziehungsweise, wenn man ja dem Tod entgegentritt, läuft der vor den Augen. Aber wir hätten ihm doch ein bisschen Zeit geben müssen zu sprechen, damit er sich überlegt, was er sagen will. Ich hab's immer so ein bisschen mit dem. Ist so eine kleine Macke von mir. Auf jeden Fall, siehst du dann die ganzen Werbungen, die du in deinem ganzen Leben schon mal gesehen hast, an dir vorbei. Krabbeiß, Ah! Das war ja völlig. Ja. Aber ey, das läuft gerade besser als. Kaum Quatsch mehr, aber Werbung kommt da weiter. Ja, weil Werbung, das ist voll mein Ding. Wow, das habe ich gut gemacht. Möchte ich jetzt hier mal so gesagt haben. Du hättest jetzt auch ein Publikum, was sich applaudieren könnte. Oh. Wir sind drei Leute gerade.
Heimkleister, was ist denn hier los? Hä? Ich glaube, das war richtig doof. Ich glaube, der ist echt nur ein Leben drin. Ja, ich glaube auch. Boah, Alter! Dafür, dass du nur ein Leben drin ist, begibt man sich auf selbiges Risiko. Ja, genau. Also dafür, dass man ein Leben erhalten kann, haut man, schmeißt man sein eigenes eigentlich mehr oder weniger weg. Aber dafür kann ich die Münze nochmal holen. Ist sonst nicht da, trink aber. Ist doch schön, dass deine Werbekampagne schon so im Ohr hängen bleibt von den Kunden. Im Ohr, bar. Nochmal. Orange Banane! Ja, ist ja gut. Und ich wollte dahin. Warst du das, der das auch gefragt hat in dem einen Stream, was Orba ist? Aua! Da hatten wir doch irgendwas gefunden mit Schweiz oder so, so ein Schweizer Ort. Nein, spanischer war das. Ah. Kein Japanischer? Nein, Orba war in Spanien. Ich war schon dreimal da. Ich war schon dreimal in Orba. Drin geschwommen. Orba ist in Spanien. Orba ist in... Okay, Orba ist in Spanien. Da müsste ich ja eigentlich meine Mitbewohnerin wieder fragen. Stimmt. Ist das so? Ah, ich wusste es war was mit S. No, nein, jetzt sollt ihr nicht wieder Begriffe mit S in den Chat schreiben. Nennen... 100 Leute haben wir gefragt. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie ein nerviges Wort mit S. Transporte. Spanien. Nein.